Beginne ich, wie nicht anders zu erwarten, mit der Frage, die als Leitfrage dieses Kongresses fungieren soll, der Frage, wie kommt Neues in die Welt? Die Antwort scheint nahe zu liegen, etwa durch einen klugen Einfall, durch eine überraschende Idee, vielleicht sogar durch einen guten Rat. Zugleich wissen wir auch, dass Neue kommt in die Welt, oft genug durch die Zerstörung des Alten. Ja, meine Damen und Herren. Lieber Herr Fischer, es geht weniger darum, wie sich Stress und Angst auf das Gehirn auswirken, sondern es geht darum, wie wir da rauskommen. Es geht also um die Frage, wie kommt das Neue in diese gegenwärtige Kultur, die wir alle mehr oder weniger selbst mit verschuldet haben und an der wir nun auch alle gemeinsam leiden. Und das Wichtigste, was wir vielleicht tun sollten, ist, und damit möchte ich mit Ihnen gemeinsam beginnen, uns nochmal versuchen zu vergegenwärtigen, dass das Neue erst dann in die Welt kommen kann, wenn die eigene Beschränktheit aufhört. Und wenn Sie mal wissen wollen, was das für ein Gefühl ist, wenn man so ein bisschen beschränkt unterwegs ist, dann würde ich Sie bitten, sich vorzustellen, Sie seien jetzt alle mal Lachse. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen ganz offen gestehen, dass ich etwas fremdle hier. So richtig weiß ich immer noch nicht, warum die Initiatoren mich eingeladen haben. Und das ist keine Koketterie, aber meine Frau hat mich motiviert, den Vortrag anzunehmen, weil sie gesagt hat, so eine Einladung kriegst du nie wieder.